Go. Hast du aufgenommen? Auf, ja, ich, meine okay. Aufnahme läuft, ja. Dann klatsch mal halt nochmal auf 3, 2, 1, klatsch. Genau. 3, 2, 1. Das war schlecht. Das war schlecht. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich so dachte, drei, du sagst halt klatsch. Ach so, nee, 3, 2, 1 und dann klatsch. Klatschen. Ah, okay, machen wir nochmal. Okay. 3, 2, 1. Ja, schon besser wahrscheinlich. Bei mir war es so voll verzögert auf jeden Fall. Es war nicht gleichzeitig. Echt? Bei mir war es relativ gleich, glaube ich. Echt? Zumindest, ich habe deins nicht wirklich gehört, weil ich geklatscht habe. Keine Ahnung. Okay. Wir haben ja eh gleichzeitig aufgenommen. Wir haben eigentlich aufgenommen, ja. Okay, ja. Okay. Und Prinz, sonst müssen wir ein bisschen schieben, weil wir wissen ja, was wir sagen ungefähr. Eben. Ja, es ist ja eh immer noch mal durch. Genau, also, natürlich, na klar. Haben wir schon irgend so ein Anfangsding, so von wegen Standardanfang? Standardanfang? Gibt's da irgendwas? Nee, eigentlich bis jetzt noch nicht. Nicht? Nee. Okay. Hast du was überlegt? Oder dachtest du? Nee, ich bin relativ überrumpelt. Er ist etwas überrumpelt, okay. Warum ist er aber überrumpelt? Willst du machen oder soll ich machen? So? Fang an, von, wenn du was zu sagen hast, leg los. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen. Oh, warte. Nee, doch, das hat gepasst vom Pegel her. Und herzlich willkommen zu unserer Folge 002. Runde 2. Wir sind immer noch ein bisschen im Testen, wie es am besten funktioniert. Und heute sitzen wir uns glücklicherweise nicht gegenüber. Müssen uns glücklicherweise nicht riechen. Nicht mal angucken müssen wir uns. Zum Glück, denn wir machen es online. Super, ja, wir gehen mit der Technik. Wir gehen mit der Technik auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles dann auch. Ja, ich bin noch nebenbei so ein bisschen am Pegel tatsächlich. Ja. Ich bin relativ zufrieden. Er ist relativ zufrieden. Ich bin immer knapp vorm Übersteuern, aber ohne Übersteuern. Ja, das versuche ich auf jeden Fall auch ein bisschen. Müsste eigentlich passen. Ja, okay. Hoffe. Wie gesagt, ich probiere noch ein bisschen mit aus währenddessen. Aber es sollte auf jeden Fall möglich sein. Das heutige Thema, weil wir immer so themagetreu sind, hast du dir ja überlegt, das war dein Vorschlag. Ja. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal das Internet kurz überlassen und dir den Raum bieten, das zu erklären. Mir den Raum bieten, alles klar. Gut, auf jeden Fall, meine Idee oder mein Vorschlag war, weil das letzte Mal waren wir bei Filmen, richtig? Und haben ein bisschen über das... Kann sein, ja. Ja, genau. Ich erinnere mich dunkel dran, das kann sein. Aber auf jeden Fall haben wir uns überlegt, heute mal ein bisschen über Publisher oder das Thema Gaming Publisher zu nehmen, uns darüber zu unterhalten, uns auszutauschen auf einer schönen, hohen, intellektuellen Version. Das Ding ist, Publisher ist ja zum Beispiel oder sehr, sehr wichtig für heutige Spielverhältnisse, weil ohne Publisher bekommst du halt nicht wirklich weit, oder was heißt, du kommst natürlich schon deine Verkaufszahlen, aber wenn jetzt ein großer Publisher hinter deinem Spiel steht, hast du natürlich größere Chancen, mehr Reichweite zu erlangen, mehr Profit, wie es halt immer, es geht ja meistens immer sowieso ums Geld bei den Publishern und halt beim... Ja. Und wenn du natürlich einen großen Publisher hinter dir steht oder hinter deiner Produktion steht, ja, hast halt die Möglichkeiten sind dann größer oder mehr gegeben. Ja, im Prinzip, man kann ja mal kurz sagen, was ist ein Publisher eigentlich, was macht ein Publisher? Weil ich glaube, das wird heutzutage sehr oft verwechselt, durcheinander gebracht. Ja, ich wollte es auch tatsächlich mehr oder weniger nicht richtig stellen, aber Publisher ist ja eigentlich, also um das mal sagen, zu erklären, Publisher ist ja nicht der Spieleentwickler. Der das Spiel, ja, hast du nicht gedacht, ne? Hättest du nicht gedacht, aber es ist nicht der Spielentwickler, also nicht der das Spiel halt programmiert, die Story erzählt oder sonst irgendwie was, sondern der Publisher ist ja dann nur, der das Spiel halt, veröffentlicht. Ja, ja, dafür, grob gesagt, ja? Der Geldgeber. Der, ne? Geld, ja, genau, so kann man es dann ganz, ganz vernünftig halt betiteln. Der macht das Marketing, der macht den Vertrieb, alles. Und einerseits investiert er ja. Heißt, er möchte natürlich auch was aus seiner Investition zurückbekommen. Genau. Was dazu führt, dass sie sich oft einmischen. Das ist ja das Ding, was viele vermeintlich stört. Jetzt zum Beispiel neuerdings Anthem. Ist ja von BioWare entwickelt. Ja, ist ja, genau. Ist ja das neue BioWare-Spiel.
Genau. Aber ist ja von EA gepublished. Der BioWare große EA-Name fällt ja natürlich da auch wieder, genau. Sozusagen zu EA. Und da gibt es ja auch viel darum, dass EA da reingeredet hat, dass das und das nicht sein soll. Und wer da jetzt wirklich Schuld hat, so gesehen, dass ja immer diese Frage ist, jetzt der Publisher schuld, dass ein Spiel schlecht ist, dass es ja rauskommt viel zu früh. Ist ja auch wie bei Fallout 76. Und ja, ja, diese ja, ganze ja Debatte ist momentan sehr aktuell. Ja, also das ist halt, wie gesagt, dass das diese Diskussion, wie du schon sagst, dieses Publisher und Entwickler, diese zwei Namen, die sich halt immer wieder in die Quere kommen sozusagen, weil es ist ja nicht das Gleiche. Es sind ja zwei verschiedene, komplett verschiedene Abteilungen, nenne ich es mal, die für das Spiel dann verantwortlich sind und die kommen sich halt dann immer wieder in die Quere. Beziehungsweise die einen König ohne die anderen ja, und es ist halt immer so eine, ja, der eine war es, aber nee, das ist eh, nee. Ja, das ist eben das Ding heutzutage. Im Prinzip ist es oft vermischt. Eben, es ist halt wirklich so ein, wie ich halt vorhin schon meinte, du hast halt mit einem Publisher, also einem großen Publisher-Namen, wie jetzt EA zum Beispiel, hast du meistens eine Art, einen komplett anderen Druck, weil du natürlich erwartest, oh, das ist jetzt mit BioWare und EA, da kommt, muss doch was Gutes rauskommen, weil da ordentlich Geld reingesteckt wird, ne? Das ist ein Publisher, der hat einen Namen in der Welt, da weiß man, dass da viel Geld reingesteckt wird, da muss ja eigentlich was richtig Geiles bei rauskommen. Und dementsprechend sind natürlich die auch Erwartungen meistens um einiges höher, als wenn jetzt da so ein kleines Indie-Studio irgendwas produziert oder halt entwickelt, wie jetzt was Größeres. Ja, das ist halt auch wieder diese Marketing-Sache. Genau, ja, ich, weil klar, das Indie-Studio, das hat halt kreative Freiheit, einerseits. Andererseits haben sie auch nicht diesen Druck, das endlich rauszubringen zum Beispiel, weil das ist, glaube ich, also ein Publisher ist ja nicht nur schlecht. Nee, natürlich nicht. Nein. Vielerlei Dinge gut, wie gesagt, ohne einen Publisher könnten viele Spiele auch nicht entstehen, würden vieles gar nicht rauskommen. Und einerseits ist gut, wie gesagt, der gibt Geld, der übernimmt einen Teil von dem ganzen Vertrieb. Und irgendwie sagt er dir auch, ja komm, jetzt machen wir das Spiel aber mal fertig, weil es gibt sicherlich ganz viele, die ewig noch drin rumwerkeln würden. Ja, und ich weiß nicht, zum Beispiel DayZ, kennst du noch DayZ, DayZ? DayZ, ja, ja. Ich weiß nicht, ob die einen großen Publisher hinter sich haben, das weiß ich nicht. Aber das war ja auch der Fall, die waren ewig lang in der Beta. Ja, das war ja jetzt, Alpha und Beta war es ja. Ich glaube, mittlerweile ist es fertig, ne? Es ist offiziell ist es fertig, ja. Es soll auch jetzt, glaube ich, dieses Jahr für PlayStation 4, glaube ich, kommen mittlerweile. Ja. Das Ding ist, das ist, ich habe das 2012, glaube ich, habe ich das gespielt mal. Ja, es ist ja schon ewig hergefühlt, dass oder das so, wo es in der Alpha oder Beta war. Ja, ja. Das kam halt nie raus. Und ich glaube, wenn da ein größerer Publisher dahinter gewesen wäre, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie es ist, ehrlich gesagt, ich will jetzt auch nicht wieder Scheiße labern, aber dann wäre das schneller rausgekommen. Vielleicht trotzdem in einem Beta-Status. Das ist halt wieder das andere Ding. Mhm. Aber es wäre immerhin fertig und hätte den Hype nicht so verpennt. Ja, aber da kann man auch gleich mit dem Thema übrigens, also mit dem Beta, ist ja momentan so voll im Trend, wenn man das mal so kurz mit reinwirft, weil Early Access, Beta... Ja. Das ist ja voll im Trend momentan, seit Jahren schon, dass du halt ein nicht fertiges Spiel auf den Markt schmeißt. Ja, und dann irgendwie 2 Jahre später kommt dann das fertige Spiel sozusagen das ist halt raus. Und viele, also ich glaube, es ist heutzutage generell so, dass sehr viele Spiele unfertig rauskommen. Ja. Oder zumindest, dass die Entwickler gerne noch was gemacht hätten. Ja, Day-One-Patch, ja. Fast jedes Spiel hat mittlerweile ein Day-One-Patch. Das sowieso, klar, das sowieso. Aber unter dem Status Beta nicht unbedingt. Es gibt die kommen halt raus, die Spiele, sind die Spiele und du installierst es und hast gleich eigentlich den Download für Version 1.1. Genau, ja. Und vieles wird auch nachgereicht. Ja. Da gibt es ja auch diverse Beispiele, wo dann gerade eigentlich essentielle Dinge aus dem Spiel rausgelassen wurden, um sie dann nochmal reinzupatchen oder nochmal zu verkaufen als DLC. Ja, ja. Das ist halt das Ding, was viele mit dem Publisher auch verbinden, weil das natürlich auch eine Marketingstrategie ist. Klar, außerdem ist ja Geld. Es ist ja immer noch eine Geldsache. Eben, gerade DLCs und so. Ich glaube, vor allem das Thema DLC und Lootboxen wird heute nochmal wichtig. Also stimmt im Lootboxen, Zusammenhang mit DLCs, Namen. Aber da kann man auch, also kann man direkt
reingrätschen, sage ich mal. Und zwar. Ja, was, ich hoffe nur auf den Ball. Nur auf den Ball, keine Lootgrätsche, nichts auf den Mann. Nee, 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 natürlich nicht. Keine Lootgrätsche. Oh, eine Lootgrätsche. Eine Lootgrätsche, ne? Hammer's, ey. Und zwar ist ja DLCs und so Season Pass sind ja tatsächlich so, ich nenne es mal, von Publishern und Spieleentwicklern, ist ja momentan so seit 2017, glaube ich, so eine Trendkurve tatsächlich. Was ja, zum also Beispiel geben tut es das schon ewig, gefühlt. Bitte? Also geben tut es das ja schon ewig. Ja, lang. Nee, ich rede nicht vom Geben, sondern dass zum Beispiel jetzt sowas wie für Ubisoft hat ja registriert von wegen, okay, gratis ist beliebter und es kommt viel besser an. Ja. Weil zum Beispiel jetzt sowas wie Rainbow Six, das bekommt alle, also klar, du kannst auch Sachen kaufen, gar keine Frage. Du konntest auch als die Version, du konntest ja die Gold Edition für Rainbow Six Siege kaufen, da war ja alles drin. Ja, aber, gut, die ganze Special Edition ist... Natürlich, auch, aber ja. Du kannst mittlerweile halt, es gibt Gratis-Inhalte, neue Maps, neue Operator jetzt mal bei Rainbow Six, ja, neue Sachen. Es wird ja alles gratis nachgeliefert. Du kannst eigentlich wirklich das Spiel kaufen und bekommst so viel Gratis-Inhalt dazu. Auch jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed. Ja? Ja. Die ganzen DLCs, die werden alle nachgereicht, aber du musst halt nicht nochmal 15 Euro dafür zahlen, nicht nochmal dafür 12 Euro, sondern die kriegst du halt einfach. Ja, ja, ich muss sagen, um Ubisoft schon mal als, vorwegzugreifen quasi, als positives Beispiel für mich zumindest als Publisher von den letzten ein, zwei Jahren, die haben sich besser entwickelt. Ja, auf definitiv. Jeden Fall. Die waren ja auch vor einigen Jahren, wo jedes Jahr Assassin's Creed rauskam und irgendwie alles diese Ubisoft-Formel bekommen hat, waren die ja auch sehr, sehr, sehr in der Kritik. Hat sich momentan publisher-technisch verlagert, mehr auf EA, Activision eigentlich auch immer mit dabei. Und klar, Ubisoft macht auch nicht alles nee, gut. Natürlich nicht. Gibt so Far Cry zum Beispiel, mag man jetzt drüber denken, was man möchte. Aber zum Beispiel jetzt bei Odyssey, ich finde es ganz gut, wie sie es machen. Also einerseits, klar, dadurch streckst du auch dein Spiel immer wieder und hältst die Leute dran. Natürlich, klar. Auch irgendwie marketingtechnisch oder verkaufstechnisch gut, natürlich. Aber einerseits eben diese Gratis-DLCs immer. Ja. Was? Das sind ja diese Lost Tales of Greece-Missionen. Ja, also genau, weiß ich jetzt auch nicht. Den ich auch noch nicht angefangen habe. Ich habe das Spiel immer noch nicht durch. Aber ich weiß, dass es die gibt. Ja. Auf jeden Fall. Und andererseits eben... Auch Season Pass natürlich mit meiner Meinung nach guten DLCs. Ich habe sie auch noch nicht gespielt, ich habe es halt gesehen und drüber gelesen. Aber so vom Prinzip her, ohne jetzt irgendwas zu spoilern oder so, macht es das auch wieder gut. Also es ist eine sinnvolle Erweiterung, die man, wenn man das Spiel echt mag, sich dazu holen kann. Muss man aber nicht. Eben, das ist das Ding, es ist halt im Sinne von, hey, du kannst, aber du musst nicht. Eben. Und das ist halt, wie gesagt, wenn man das schon mal Ubisoft als positives Beispiel nimmt, wie gesagt, die haben eine Entwicklung oder halt diese Trendwende haben sie ja vernünftig mit eingeläutet oder halt, wo sie registriert haben, okay, alles klar, jedes Mal dann nochmal 30 Euro für ein Spiel verlangen oder halt als DLC oder Season Pass nochmal zu verlangen, kommt nicht so gut an. Ja, die Spieleverkäufe sind zurückgegangen, weil man nicht noch extra was kaufen will oder das nochmal dazu kaufen will, man will einfach nur dieses Spiel. Und da hat halt Ubisoft wirklich registriert und gesagt, okay, alles klar, die Gaming-Community möchte das nicht, die will was anderes. Also gucken wir, wie wir da so einen Weg finden, wo wir beide Seiten halt sozusagen profitieren können. Weißt du, was das Witzige ist? Nee. Ich finde, so wenn ich zuhöre, das hört sich so an wie so professionelles Gelaber, aber ist wahrscheinlich alles komplett dämlich und falsch am Ende. Das kann schon gut sein. Naja, aber es hört sich auf jeden Fall gut an, so was wir da so reden. Auf jeden Fall, ne? Macht schon alles Sinn. Was aber das Ding ist, dass dieses ganze DLC-Lootbox-Zeug vor allem natürlich bei Multiplayer ist. Ja. Weil das ist ja ein typisches Multiplayer-Ding. Du hast jetzt, wenn man jetzt Assassin's Creed nochmal nimmt kurz, ist ja eigentlich ein reines Singleplayer-Spiel nur noch. Kampagne, genau. Da hast du ja dann nicht auch diesen Drang, dass du irgendwie jetzt Items willst, um besser als jemand zu sein. Das hast du ja vor allem bei Multiplayer. Ja, genau, klar. Ja. Was dieses ganze Pay-to-Win-Ding auch wieder zum Beispiel ist. Du kannst ja im Singleplayer, habe ich da was gerade im Hintergrund gehört? Ja. du kannst ja nicht
Was tust du? Die Musikbox war noch an. Die war noch an. Ja, ist, wie gesagt, so viel zu professionell. Ja, ja, genau. Nee, aber wie gesagt, Multiplayer, also im Singleplayer kannst du ja nicht besser als jemand sein, das hast du ja nur im Multiplayer. Ja. Und deswegen finde ich, ist da das Ganze eigentlich krasser. So gesehen. Also ja. Jetzt in Hinrichtung, ja. In Hinrichtung, in die Richtung alles von, klar. Wir wollen zusätzliches Geld und so verdienen. Ja gut, da kannst du ja wirklich jetzt mal das klassische Beispiel mit EA, hast halt FIFA. Ne? Ah, okay. Ich wollte es noch nicht sagen, aber jetzt kommst du die F-Bombe so ein bisschen. Okay, FIFA, ja. Ja, natürlich. FIFA, NBA, NFL, Madden, Star Wars, ne? Star Wars Battlefront von EA. Battlefront 2 gibt es ne? Momentan im Angebot. Echt? PS4 auch. Ah, ja, wunderbar. Ja, vielleicht schlage ich mal zu. ja, da kann man ja gleich mit ja. Rein... Battlefield 5. Haben wir auch noch. Battlefield 5. Da haben sie ja, bei Battlefield 5 haben sie ja, weil das kam ja nach Star Wars Battlefront. Und bei Star Wars Battlefront war ja der riesen Shitstorm gegen EA mit den Lootboxen. Ja. Da haben sie eine riesige Klatsche abbekommen. Deswegen haben sie ja auch bei Battlefield 5 gesagt, okay, es gibt alles gratis. Also da sind sie auch so, von wegen der Season Pass oder alle Erweiterungspacks sind diesmal gratis. Und Lootboxen von wegen wie sind auch nur noch, kosmetische Sachen. Ja, da haben sie also, ja richtig zurückgerudert. Es ist halt einerseits klar, du kannst immer noch dein Geld ausgeben. Klar, wie gesagt, in-game kannst du immer noch und ausgeben für kosmetische Sachen. Das ist halt auch wieder das Ding, wenn ich 70 Euro für ein Battlefield jetzt zahle, dann möchte ich doch meinen, dass gerade bei einem Shooter, der eigentlich vom Online-Modus lebt, wirklich, ja. Und im Prinzip geht es mir darum, aufzuleveln und neue Dinge freizuschalten. Ja, genau. Da mag ich doch meinen, dass man einfach mehr Level hinzufügen kann und die ganzen Sachen eigentlich doch freischalten kann. Trotzdem. Ja. Ich muss sagen, ich finde es okay, wenn wir jetzt ein Free-to-Play-Spiel haben zum Beispiel. Ja, gut. Die müssen sich ja irgendwie finanzieren, eben. Ob jetzt eben durch Werbung oder Ingame-Käufe. Genau. Wenn du jetzt ein Free-to-Play-Spiel hast und da halt dann dir kosmetisches Zeug dazu kaufen kannst, dass deine Waffe cooler ausschaut oder dein Charakter oder du irgendeinen Taunt hast oder einen Tanz oder was halt genau. Momentan beliebt ist. Da finde ich es okay. Ja, also verstehe ich es mehr. Ich finde es in Ordnung, ja. Battlefield 5, das jetzt lange Zeit ja eigentlich der Multiplayer-Shooter trotzdem war. Also jetzt gerade in dem Genre von Vollpreistitel und ja, Kriegsshooter sozusagen. Ja. Hast ja hauptsächlich eigentlich Battlefield und COD. Genau, ja. Das sind so die beiden Platzhirsche. Und dann da trotzdem irgendwie dann nochmal doppelt so viel auszugeben, um dann wirklich alles zu haben. Ja. Es ist halt nervig. Einfach. Auch wenn es jetzt nur kosmetisch ist. Ja. Klar, aber es nervt. Das Ding halt, man will halt so, wenn ich wirklich sage, ey, ich will 70 Euro oder ich gebe halt 50, 60 Euro für so ein Vollpreistitel aus, für einen AAA-Titel. Dann erwarte ich schon von wegen, okay, ich will ja jetzt nicht nochmal 20 Euro für Krimskrams ausgeben, sondern ich hab jetzt schon 60 Euro dafür ausgegeben. Ja. Also, ja, hätte ich gern auch die anderen kosmetischen Dinge, die ich halt zumindest freischalten könnte oder zumindest irgendwie daran kommen könnte, ohne jetzt nochmal extra da was für auszugeben zu müssen. Ja. Das ist halt irgendwie. Und na gut, dann, ich will jetzt nicht immer so krass hin und her springen, aber das kommt mir immer, weil du ja schon FIFA erwähnt hast, auch gibt es natürlich noch, FIFA ist, finde ich, momentan das extremste Beispiel, muss ich sagen, ist auch von, EA intern, ist ja von EA Sports. Genau, ja, ist ja aus dem eigenen Haus. Immer entwickelt und, also man muss ja sagen, es gibt ja Electronic Arts, ist ja der Publisher und die haben nochmal Eigenentwickler sozusagen, wie eben EA Sports jetzt, die diese ganzen Sporttitel entwickeln. Ja, genau. Du hast ja Madden, du hast NFL, du hast NBA, du hast. Madden ist NFL. Ja, genau. Aber ja. NBA, ja, FIFA, haben die nicht sogar hier. Auch noch. Baseball, Eishockey. Genau. Eishockey gibt's. Cricket bestimmt auch noch. Ja, also da gibt's ja richtig, wirklich alles. Viele Sportspiele. Ja. Aber FIFA ist natürlich
Ist der Hauptumsatz. Ja, die haben ja gesagt, von wegen, die machen allein durch FIFA Ultimate Team einen Umsatz von fast 800 Millionen jährlich. Ja. So. Durch das ist In-Game. Wahrscheinlich noch schlecht für die, weil es nicht mal eine Milliarde ist. Ja, eben, ne? Aber das ist halt wirklich alles In-Game-Käufe. Also wirklich durch Packs, durch Points, die du halt kaufst oder sonst irgendwelche Sachen, machen die halt wirklich bis zu 800 Millionen Euro oder Dollar, je nachdem, jährlich mit Ultimate Team. So, und das plus die hunderte Millionen für das Einzelspiel. Ja, das Titel kostet ja auch schon 60 Euro. Ja, du zahlst auch deine 60, 70. Genau. Und dann für Ultimate Team. Angebot ist für 30. Ne, haust du dann nochmal richtig Kohle aus. Da gibt es ja wirklich Geschichten, da kannst du ja lesen, wie Leute mehrere tausend Euro für dieses Spiel in-game ausgeben, wo man sich einfach nur noch denkt, so, okay, alles klar. Wow. Ja, hättest du auch Ding was ist, Schönes kaufen können davon. Du weißt ja aber nicht, was du kriegst. Ja, das ist ja das dieses. Ist ja auch, das war ja in Belgien, glaube ich, ist es ja auch wegen Glücksspiel verboten worden. Genau, da ist es jetzt offiziell verboten, dass du keine Points mehr kaufen kannst, um damit halt die Packs zu ziehen halt. Also für die Leute, die FIFA Ultimate Team oder generell die Ultimate Team nicht Sachen kennen. Von EA nicht kennen, es ist so, du bekommst am Anfang, wenn du das erste Mal startest, ein Team mit schlechten Spielern. Und es gibt halt Bronze, Silber, Gold und Spezialkarten. Spezialkarten, ja. Genau. Und Ziel ist es natürlich, in den ganzen Modi halt immer zu gewinnen und das beste Team zu haben. Ja. Damit du dann noch bessere Spiele spielen kannst, sozusagen. Also du hast normale Spiele und halt die Weekend League Spiele. Ja gut, die Weekend League ist jetzt das Neueste und bei FIFA 19. Also prinzipiell musst du halt sagen. Ja, aber jetzt so momentan, genau. Genau, du hast halt sozusagen dein Team. Und es geht halt darum, dass du halt dein eigenes Team aufbauen kannst mit deinen eigenen Lieblingsspielern, die halt in, ich weiß nicht, wie viele Lizenzen Ligen sie haben, also von allen großen Ligen halt, von wegen La Liga, Spanien, englische, deutsche Bundesliga, italienische, chinesische haben sie auch, die portugiesische Liga haben sie auch. Also sie haben auf jeden Fall jede Menge Ligen, Lizenzen, damit kannst du halt dein eigenes Team aufbauen, ja. Keine Ahnung, du kannst halt dir einen Buffon kaufen, dann kannst du dir den Sergio Ramos kaufen. Und Cristiano Ronaldo. Die Spiele kannst du mit Ingame-Geld verdienen. Genau, also durch Spielen verdienst du halt Münzen. Genau, das ist die Ingame-Währung sozusagen. Genau. Und dann wie bei jedem Mobile-Game gibt es auch nochmal die zweite Währung, die man sich halt nur kaufen kann. Aufkaufen, genau. Die kann man sich auch gar nicht irgendwie. Die kann man sich gar nicht verdienen, außer doch kaufen, ne? Nee, also die kannst Points du. Eben. Nee. Die kann man sich halt kaufen. Ja, genau. Und das Ding ist, dass du einen speziellen Spieler nur durch Ingame-Währung bekommst. Du bekommst pro Spiel jetzt ohne so Münzen-Boost-Dinger, sagen wir mal 400, 500. Ja. Genau, und wenn du jetzt einen guten Spieler möchtest, musst du halt schon 100.000 hinlegen oder es gibt auch welche für Millionen. Ja, ja klar, das ist ja keine Grenzen gesetzt. Eben, das ist ja schon das Spiel. Das heißt, das Ding, du musst 200 Spiele spielen. Mhm. Um dir den einen Spieler dann holen zu können. Ja. So gesehen, wenn du es jetzt nur in-game machst. Klar. Und dann gibt es halt noch die Packs, die man auch mit in-game-Geld kaufen kann oder eben mit Points. Oder das mit heißt, Points, du kannst genau. mit den Points dir nur zufällige Spieler kaufen. Ja. Und es gibt halt, was weiß ich, wie viele Spieler, 1 Million Spieler. Ja, also, das ist. Ich glaube, je nachdem, was der also es gibt ja diesen Live-Transfer auf in Battlefield, sag ich schon, in Ultimate Team. Und da kann es wahrscheinlich schon sein, dass da also in dem Moment bis zu 4 Millionen Live-Transfers sind. Also 4 Millionen verschiedene Spieler, die auf dem Transfermarkt zu haben sind. Also das sind jetzt auch alle doppelt mit einberechnet. Also keine Ahnung, 100 Mal den Ronaldo, 20 Mal Pelé oder sonst irgendwas. Das ist ja alles mit einberechnet. Ja. Aber da sind so bis zu 4, 5, manchmal 6 Millionen Live-Transfers, die halt gekauft und verkauft werden. Ja. Und ich denke, wir sollten jetzt auch nicht zu tief in Ultimate Team reingehen. Ultimate Team ist auch nochmal ein komplett anderes Thema. Das ist halt was Eigenes, ja. Aber ja, im Prinzip ist es so, dass du. Also es gibt Leute, die stecken da 10.000 Euro rein und haben halt nichts am Ende, weil es halt trotzdem zufällig ist. Ja. Und in 100 Packs hast du dann halt einen guten. Ja. So gesehen. Und das sind dann halt
Das ist halt das, da oh kommst Gott, du dann wieder auf dieses ja, da hast du wieder, du hast ja wieder 10.000 verschiedene Arten von Packs. Die kosten, die einen kosten so viel, die anderen kosten so viel. Bei denen das einen ist hast halt du, auch wieder das Ding, genau. Es gibt immer wieder unterschiedliche anderes. Sachen und prinzipiell kommst du immer darauf zurück, ist es eine reine Glückssache. Du hast einfach die, du hast entweder Pech, du ziehst was komplett Grütze, oder du hast halt einmal Glück, ja, und ziehst halt was richtig Geiles. So, aber du hast halt nicht die Möglichkeit von wegen, okay, es gibt ein Pack, da ist immer was Gutes drin, wo du weißt, okay, da ist immer was drin, was ich verkaufen kann und was ich gebrauchen kann. Nein, es ist halt immer einfach random. Es ist halt, manchmal denkst du so, okay, ich habe jetzt das allerbeste Pack gekauft, das es in FIFA Ultimate Team gibt, und da war halt einfach nur, ja, keine Ahnung, Marco Marin drin, so gesehen, ja. Das ist halt wie Lotto. Es ist halt Glücksspiel. Es ist halt zum Teil echt, ja, Glücksspiel, da kann man nichts gegen sagen. Es ist halt tatsächlich so. Aber wie gesagt, das ist Ultimate Team, FIFA kann man, glaube ich, echt eine komplett eigene... Ja, schreib's mal auf die Liste. Ich schreib's mal auf die Liste, man kann mal FIFA eine komplett eigene Runde machen. Ja. Das Ding, also es ist ja nicht nur EA, die das machen. Das ist ja... Gibt ja genug Activision andere... Ja. Macht es ja auch jetzt bei Black Ops 4 gibt es jetzt auch diese, ja, Supply Drops. Die haben ja auch Season Pass. Das ist ja auch so Loot-Kisten mit. Genau, ja. Ja gut, klar, Season Pass ist auch halt nochmal so eine eigene Sache. Auch nochmal extra Sache, ja, aber klar. Aber wenn wir das halt jetzt nochmal genauso im Großen betrachten, Publisher. Ja. Ist denn der Publisher dafür verantwortlich? Für Lootbox meinst du jetzt? Ja, generell so für diese ganze Entwicklung. Das jetzt DLCs, Lootboxen. Ich würde, ja. Ich würde auf jeden Fall. Ja, ja. Coins und so. Ich würde den Publisher auf jeden Fall, ich nenne es mal eine größere Schuld, zuschieben. Mhm. Weil prinzipiell ist es ja wiederum eine Geldsache und eine Marketing-Sache, weil sie wissen von wegen, okay, alles klar, das Spiel an sich ist super gut, aber wir können ja noch mehr Geld verdienen, indem wir zum Beispiel Sachen in das Spiel einbauen, wo du halt nochmal was drauflegen musst an Geld. Mhm. Und dadurch hast du ja schon wieder diesen Kreislauf von wegen, okay, jetzt nehmen wir mal hier EA, beziehungsweise halt auch jetzt mal COD, ne, wo du halt auch wieder ein Spiel hast, was du halt spielen kannst. Klar, du kannst auch Sachen freischalten, aber du kannst halt natürlich auch nochmal 10 Euro so ausgeben. Dafür kriegst du aber natürlich auch hier diese wunderbare Uniform und diese tolle Waffe nochmal dazu. Ja. So, aber das ist ja, wie gesagt, der große Schuldberg schiebe ich wirklich dem Publisher zu, weil der, wie gesagt, auf das Geld guckt. So, der guckt jetzt nicht auf die Entwicklung von wegen, okay, das muss jetzt hier noch ein bisschen emotionaler sein oder das muss hier noch ein bisschen, weiß nicht, die Balance muss noch ein bisschen besser sein, ne, vom Waffenverhältnis oder sowas, sondern ja, die gucken halt, wie sie das Geld, was sie dafür ausgeben, wieder reinbekommen. Weil klar, die Entwicklung kostet Geld, steht ja außer Frage. Ne? Es ist ja, ein COD kostet ja hunderte Millionen, wirklich. Die Entwicklung kostet ja hunderte Millionen und die Publisher wollen das Geld natürlich irgendwie wieder reinbekommen. Und dementsprechend gucken sie halt, was es für Tricks, was es für Möglichkeiten gibt, da noch so ein paar extra Euro wieder reinzuholen. Ja, also ich stimme dir da eigentlich zu. Das ist auch ich habe da neulich so eine Grafik gesehen auch über Electronic Arts, über EA halt, dass die, glaube 50%, ich möchte es jetzt auch wieder nicht falsch sagen, oder ich glaube so um die 50% von ihrem Gesamtumsatz pro Jahr wirklich mit zusätzlichen Käufen erwirtschaften. Ja. Das jetzt ohne die Mobile-Spiele anscheinend. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da so... Deswegen glaube ich auch, dass da schon die Publisher dafür verantwortlich sind, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Entwickler auch sagen, hey, wir haben das mitentwickelt, aber wir lassen es jetzt außen und machen jetzt extra nochmal 5 verschiedene Outfits, damit die Leute das kaufen. Ja, ja. Gibt bestimmt auch die Entwickler. Also ich denke, niemand hat jetzt allein die Schuld. Nee, wie gesagt, ich sag mal so, du hast halt keine Ahnung, wenn man Prozente nehmen, keine Ahnung, 70-30, würde ich mal sagen. So 70% ist halt der Publisher schuld, weil er das Geld halt wieder rein... 20-80. Oder, ja. Auf jeden Fall, die große Seite ist auf jeden Fall der Publisher, der dafür, ich sag mal, verantwortlich ist, dass halt noch extra Sachen eingebaut werden in das Spiel. Ja, hast du denn auch positive Beispiele für Publisher?
Ja. Fällt dir da jemand ein? Ich habe mir so, ich habe mir ein sehr, also ich habe mir wieder einen schönen Zettel gemacht. Ein paar Sachen aufgeschrieben Klar, ich auch. tatsächlich. Ja, super, super, ne? Klar. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel Publisher nimmt, dann hast du natürlich, wie gesagt, Ubisoft, ne? Als definitiv positives Bethesda finde ich immer noch ein Okay. Publisher, der abgesehen jetzt mal vom letzten, ich nenne es mal kleinen Rückfall, vom letzten nicht so positiven Beispiel, aber ist Bethesda immer noch einer der Ja, durchweg. wobei bei Bethesda ist es ja auch noch mal komplizierter, ne? Ja, gut, Da ist Bethesda ist ja auch wieder der. so ein Labyrinth, was unter denen ist und über denen und irgendwie so ein Ja, Riesen. es gibt ja, ich glaube, heißen die ZeniMax, oder? Ist ja dieses Hauptunternehmen, denen Ja. Bethesda gehört. Und Bethesda Hat hat dann auch auch nochmal noch mal, Untergruppierung, genau, ist irgendwie. auch noch mal ein Ja. Publisher, glaube ich, in der Hinsicht. Aber dann gibt es auch Bethesda Game Studios, die sind dann noch Eben. mal die Aber Entwickler, die auch ich rede jetzt mal von Elder Bethesda Scrolls als und so machen. Publisher, weil du hast ja. Wie heißt es hier? Die Wolfenstein-Reihe ist ja entwickelt von Machine Games, aber gepublished von Bethesda. Die sind halt sozusagen der Name dahinter, der das halt dann sozusagen ja, Geld Ja. gegeben hat oder halt dann dementsprechend finanziert hat. Aber Machine Games ist ja der eigentliche Spieleentwickler dahinter gewesen. Und da ist Bethesda, wie gesagt, für mich einer der guten Beispiele, die halt. Weil jetzt mal mit Wolfenstein und mit Fallout zum Beispiel, die sind halt sehr auf Singleplayer und Kampagne auf. Ne? Und da kannst Das du aber. normale Fallout, ja. Genau, das ist nicht das, die Fallout, normale Fallout-Reihe, genau. Und jetzt mit Wolfenstein zum Beispiel ist ja eine reine Kampagne und da hast du einfach nur die Kampagne. Da hast du keinen In-Game-Store, da hast du keinen von wegen, jetzt kannst du das auch noch dazu kaufen oder. Dies und jenes, sondern du hast einfach die Kampagne, du zahlst für dieses Spiel XY Summe und hast dann deine Stunden an Spielspaß. Ja. So ungefähr kannst du das halt zusammenfassen, weil es ist halt wirklich, weiß ich, mit Wolfenstein habe ich ja wirklich 30, 40 Stunden schon. Kann man das irgendwo sehen, wie du Zeit mit Wolfenstein verbringst? Oh, nee, nee, wir machen jetzt mal keine heimliche Werbung hier. Noch Das nicht. sollte eigentlich auch gar nicht so heimlich sein. Das sollte sehr offensichtlich sein. Wir können es ja in Hashtag die Werbung. Videobeschreibung packen, ne? In diese Hashtag ominöse Page Sponsorship. Hashtag gesponsert, genau. Ne, aber auf jeden Fall hast du dann zum Ja, Beispiel Dishonored gibt's ja auch noch, ne? Dishonored, genau, ist ja auch. Es gab noch eine Spielreihe, ich weiß aber nicht, ist das. War die auch von Bethesda? Also die haben schon noch mehr gepublished, glaub Ja, schon. oh, die eine, wo du einmal in den Wolken bist und einmal unten unter Wasser. Bioshock ist Bioshock. das. Ist auch Bethesda, oder? Täusche mich jetzt gerade komplett. Nee, Bioshock nicht. Also das ist von Irrational Games. Aber ich glaube, die haben doch auch irgendwas mit Glaube ich, das Bethesda sind die zu tun, aber, Entwickler. ne? Ich rede wahrscheinlich gerade komplett, ich weiß es nicht. Ich schau einfach mal nach. Ich glaube, es war aber 2K, muss ich Oder ist sagen. 2K? Ich meine, also Gibt ja auch 2K oder noch. Bethesda, ja. Ich schau da mal schnell Schau mal nach. schnell nach. Ja, auf jeden Fall, Bethesda ist ein großer Name in der Publisher- und in der Spieleentwickler-Szene. Und da bin ich auf jeden Fall definitiv positiv, was das angeht. Mit Ubisoft auf jeden Fall. Ansonsten, Publisher kann man auch noch. Ja, was? Ja, zum Es war Beispiel. 2K. War doch 2K. Okay, dann Ja. entschuldige ich mich. Dann war das doch die 2K. Also die waren Publisher und glaube am Anfang auch Entwickler. Entwickler. Aber auf jeden Fall hatte Außer Bethesda jetzt noch vom irgendeine letzten. große Reihe. Die hatten noch irgendeine große Reihe auf jeden Fall. Ah, ich schau nochmal Ich schau nochmal nach, auf jeden nach. Fall. Ja, genau, Auf jeden Fall, beschäftige ich das wollte Internet mal Nintendo. weiter, ja. Nintendo wollte ich auf jeden Fall noch in den Ah. Ring werfen. Weil die sind ja auch. Als Positives oder Negatives? Sowohl als auch. Nintendo ist halt. Bei Nintendo bin ich so, manchmal denke ich so geil und manchmal denke ich so, warum? Es ist halt, ja. Nintendo ist halt, es ist halt Nintendo. Irgendwie, vor allem wenn man jetzt als Kind mit Nintendo groß geworden ist, hast du halt immer noch eine gewisse Verbindung mit Nintendo. Und
Bis halt dann. Ah, Doom. Meinst du wahrscheinlich, oder? Doom, ja, stimmt. Doom war es, genau, natürlich Doom. Das heißt, habe ich dich zum zweiten Mal unterbrochen. Jetzt hast du mich unterbrochen, ja, genau. Gerade am kritischen Punkt. Ja, nee, aber Nintendo ist ja auch Spieleentwickler und Publisher in einem, sozusagen. Die haben ja ihre eigenen Spielreihen, also, die sie entwickeln und gleichzeitig ja selbst publishen, sozusagen. Ich glaube, die sind auch ja wie Bethesda ja an sich. Ja, genau, die haben halt die haben ihre so Untergruppierungen ihre und Nintendo ist halt der große Name selbst, dahinter. Aber Nintendo an sich ist ja auch der Publisher und genau, eben, das ist Softwarehersteller. Halt der Name auch dahinter und die vermarkten halt dann alles. Und da hast du ja auch deine zigtausend Spiele. Da kommt jetzt übrigens ein neues Dings raus, ne? Neues Pokémon, ne? Ach so, ja. Schild und Schwert oder so ähnlich heißt es. Ja. Ja. Aber ja. Ja, aber sag erstmal du zu Ende. Nee, wie gesagt, so Nintendo ist halt noch so ein Name, den ich auf jeden Fall reinwerfe, der jetzt nicht rein positiv ist, aber so, eher Richtung positiv in die positive Ecke schieben würde. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie eine große, krasse Verbindung zu Nintendo, muss ich sagen. Also ich war nie der große Mario-Fan, ich war jetzt auch nicht so der Zelda-Fan, ich mochte Pokémon, ich hatte ein DS und Gameboy und so, ja. Aber ich habe nicht dieses Ding von wegen, dass jetzt ein neues Mario rauskommt. Ja. Und ich es einfach nur geil finde. Nee, natürlich nicht. Oder jetzt neues Pokémon und so. Also ich weiß, damit macht man sich, glaube ich, im Internet gerade sehr viele Feinde auch. Wenn aber man mal was Schlechtes gegen Nintendo sagt. Und eben. Ne? Also ich finde, in der Hinsicht auf das, wo wir hatten mit dem Lootbox-Zeug alles, ist Nintendo gut. Das meine ich halt. Da sind sie halt echt ein positives Beispiel, was jetzt halt so dieses... Du musst jetzt nicht zahlen für die ganzen Mario-Outfits, die schaltest du halt frei. Genau. Soweit ich das immer weiß, in den Spielen. Klar, du kannst Pokémon auch in-game Sachen kaufen. Und kaufst das dir geht. Nicht. Ich weiß, also du hast auch in-game Sachen. Es ist vorbei und es gibt ja auch so einen Nintendo-Store. Und ja, also aber du hast halt auch die Möglichkeit, einfach zu spielen und Sachen freizuschalten, ohne extra was zu machen. Eben, und du kannst Dinge noch freischalten. Eben. Das ist ja das. Ja, genau. Aber ich muss trotzdem sagen, ich was mich an Nintendo stört, und das ist nicht böse gemeint oder so, aber nichts Neues, ne? Das ist, ja. Ja, ja. Es ist halt wieder ein Mario, ein Super Mario oder ein Super Mario Bros. Ja. Oder ein Smash. Smash Bros. Oder ein 2D, 3D oder dann mal mit Yoshi und ja, gut, bei Zelda, das neue Zelda war gut. Ja, also das, was ich mitbekommen habe, war das ja definitiv ein... Ich will nichts gegen Zelda sagen, aber es ist mir trotzdem immer zu gleich. Und das Ding ist, ich glaube, das ist aber bei mir nur so, weil ich halt damit auch nicht aufgewachsen bin und das jetzt als Kind auch nicht gespielt habe. Viel zu tun, ja. Deswegen, ich möchte es jetzt, ich sage jetzt nicht, dass es schlecht, ich sage einfach nur, dass es mir persönlich nicht so gefällt. Ja, du... Aber ich denke, das, was Nintendo macht, machen sie gut. Machen sie auf jeden Fall ordentlich, ja. Das kann man denen auf jeden Fall zugute halten. Wenn man jetzt... Oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte eigentlich weitermachen. Achso, ja, nee, weil schon. Ich habe halt auf meiner Liste, habe ich noch ein paar Namen, was jetzt also Publisher und in direkt auch Entwickler angeht. Ich habe ja auch eine mentale Liste. Sehr schön, ja, im Kopf noch ist. Zwei bis drei Namen stehen da auch noch drauf. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4 habe ich sogar tatsächlich noch. Jetzt hat er sich vorbereitet, scheiße. Ich habe mich super vorbereitet. Auf jeden Fall, Ich werfe mal die Namen einfach in den Raum und dann kann man so sagen, die auseinandernehmen. Zum Beispiel einmal Sony Entertainment oder Sony Interactive Entertainment Studios. Ah, stimmt. Die haben wir, gibt's noch. Dann natürlich die Konkurrenz mit Microsoft Studios, die haben wir natürlich auch noch. Blizzard, ne, der ganz große Blizzard. Und CJ Projekt Red ist ja auch momentan im
Ja, vollem. Ja, CD Projekt hatte ich auch. City Project auch, ja, aber es ist ja. Hätte ich auch erwähnt. Ist ja im Voll, wie sagt man, im aller Munde. Aller Munde habe ich das vor, da habe ich gesagt. Sind ja in aller Munde mit. Also wir können gern kurz ein paar Worte zu denen. Das Ding ist, die sind ja ihr eigener. Eigener Publisher und Entwickler, ja, genau. Die haben es ja wirklich geschafft, die haben ja selbst sich selbst zu vermarkten, sozusagen. Ja, die haben sich ja selbst groß gemacht und ich finde, die haben einen. Oder die sind vergleichbar ein bisschen mit Valve auch, muss ich sagen. Nicht unbedingt vom Stellenwert her oder so dem Ganzen, aber ein bisschen so vom Weg her. Weil CD Projekt hat ja auch klein angefangen. Ganz, ja. Und mittlerweile sind sie ja eigentlich seit viermal immer zum Spiel des Jahres Entwickler geworden, Community, weil Witcher 3 immer noch das beste Spiel des Jahres ist, auch wenn es lang nicht mehr erscheint, sondern der schon längst da ist. Eben. Aber die sind ja jetzt in der Position, wo sie eben selbst ihr Ding machen können. Ja, das haben sie halt durchgezogen. Und deswegen auch wollte ich es mit Valve vergleichen, weil Valve ist ja auch was heißt Publisher, aber auch so ein Entwickler-Publisher quasi. Und beide haben eine Plattform, nämlich Steam und GOG, wo man eben Spiele kaufen kann auch, die auch ja nicht von ihnen sind. Eben. Das halt ist ein, wie heißt was die Dinge jetzt auch nochmal? Epic hat und was mittlerweile eigentlich jeder hat. Launcher, Spiele-Launcher. Ja, genau. Ja, das habe ich gesucht. Im Prinzip ein Launcher, ja. Das ist halt mit Steam und GOG, die sich aber, finde ich, gut ergänzen, weil es bei beiden unterschiedliche Dinge gibt. Und ja, CD klar, Projekt, dein die haben eigen. Das jetzt, glaube ich, schon seit 10 Jahren oder so. Heißt, ich glaube, das steht auch für Good Old Games. Ja. Das sind halt auch so ältere Spiele. Kriegst halt auch das Baldur's Gate, Planescape Torment, Theme Hospital und so. Kriegst du halt diese ganzen alten Spiele laufend auf Windows 10, ohne Kopierschutz. Ja. Und mehr will man ja nicht. Nee, also. Also mittlerweile, die haben auch einen Launcher. Nee, mittlerweile hat nicht jeder Entwickler oder jeder Publisher und hat so seinen eigenen drin ist Launcher. Und das Ganze. Aber ich finde es bei denen gut, weil ich finde, CD Projekt wirkt einfach bisher fehlerlos. Ja. Vom Umgang mit der Community vor allem. Ich wollte gerade sagen, vor allem, wie sie sich halt den Spielern gegenüber verhalten in dem Sinne. Ja. Weil sie machen keine Mini-Drecks-DLCs und so, sie machen ein kostenloses Ding und ein geiles Add-on, was eigentlich ein eigenes Spiel ist. Oder die Add-ons waren da für Witcher 3, war ja Wahnsinn. Ja, auch bei Witcher 2. Das war ja, die machen halt einfach ein gutes Spiel und die gehen auch, die haben sich halt bisher noch nichts geleistet, was ich jetzt müsste. Was jetzt so mit der Community irgendwie. Also es gab innerhalb der Studios gab es halt ein paar also so Mitarbeiter-Sachen oder sonst irgendwas da. Ja, gut, klar, das gibt's immer. Ist ja ein komplett anderes Thema, aber so mit der Community, da sind sie auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und kommen der spielenden Leuten da entgegen. Eben, weil die machen auch jetzt nicht, also wenn du es mal so siehst, die bieten dir jetzt nicht so viel an. Also was bieten sie dir an? Dass du dir halt Spiele über denen ihre Seite kaufst oder dass du halt ihre Spiele spielst. Ja. Aber das Ding ist, es reicht ja vollkommen aus. Eben, ich will ja nicht mehr. Ich will ja nicht irgendwie einen Origin-Launcher kriegen, den ich immer haben muss, oder einen Always-On-Schutz, den ich mir installieren muss und dann ist nur da das und nur da das. Ja. Und am Ende weißt du ja gar nicht mehr, wo du ein Spiel hast, weißt du, und dann hast du alles 10-mal doppelt. Das ist halt, deswegen, ich finde, gut, die publishen halt ihr eigenes. Ich weiß gar nicht, ob die andere Sachen publishen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, bisher nicht. Also ich glaube, da sind halt sie noch sehr Ding eigenständig noch. Fertig, ja. Ja. Und ein was ich da eben auch noch erwähnen wollte, sind halt Valve einmal, wie gesagt, die ja auch Entwickler-Publisher so sind. Ja, eigenes die Ding halt. Die hauptsächlich eigentlich Mods nehmen und ein Spiel draus machen, aber eine Trilogie ohne dritten Teil. Ja. Aber es ist halt Valve. Und wer zu den beiden auch noch passt, finde ich, ist halt Rockstar Games. Natürlich. Natürlich. Weil die Rockstar sind ja auch, also die sind schon auch Publisher manchmal mit. Jetzt LA Noire zum Beispiel war ja
von einem anderen Studio, aber halt gepublished. Aber die machen ja auch hauptsächlich eigenes Ding. Ja. Sind ja auch natürlich selbst so in diese Position gekommen. Mhm. Und wenn du mittlerweile halt heutzutage hören würdest, ein Spiel von CD Projekt, von Rockstar oder von Valve, ja, das ist erfolgreich, das kommt raus und ist schon erfolgreich. Ja. Allein durch die Vorbestellung so gesehen. Ja. Das haben sie halt, so sich den Ruf haben sie sich halt erarbeitet und sich halt dann dementsprechend den Stand, ja. Eben. Und was sie halt gemeinsam haben, ist eben, sie publishen nicht von andere, fünf anderen Studios oder genau, so. Genau, ja. Vielleicht haben sie gerade deswegen Erfolg. Auch, ja, den Community-Erfolg. Ja. So gesehen, weil sie halt nicht andere Spiele abfacken müssen. Das ist halt, wenn man jetzt so Rockstar nimmt und halt CG, die haben halt ihre eigenen Spiele, halt ihre eigenen Reihen und auf die fokussieren sie sich. Und dann ist halt wirklich so ein GTA 5 oder jetzt auch mit dem neuesten Red Dead ist ja wie viele Jahre in Entwicklung gewesen? Ja, das ist ja auch wieder 6 Jahre. Mindestens oder so. 6 Jahre, ne, wo sie haben, okay. Zahlreiche Überstunden. So viele Überstunden, ja. Aber sie haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Spiel, das ist unser Ziel, aber wir machen jetzt nicht, okay, nächstes Jahr kommt es raus, sondern ey, wir machen das Spiel und wir bringen es erst auf den Markt, wenn es fertig ist. Punkt, fertig, aus. Nicht vorher, nicht später. Und das ist ja auch dieser positive Effekt, weil die Spieler sagen, ey, okay, also viele sagen, oh, natürlich, ich will das jetzt haben, aber es gibt Cyberpunk auch natürlich, wo man sagen kann, hey, wenn ihr 5 Jahre für dieses Spiel braucht, dann lasst euch diese 5 verdammten Jahre, aber bringt mir dann ein richtig geiles Spiel auf den Markt. So, dann kann ich auch 5 Jahre warten, aber dann weiß ich, ich habe da nicht nur 2 Stunden Spielspaß, ich habe da 100 Stunden Spielspaß und kann mich darauf riesig freuen. Ja. So, und das hast du wie gesagt mit GTA 5. Genau. Hast du ja, ich hab's letztes Jahr habe ich es noch gespielt, mal online. Mhm. Halt immer mal wieder reingeschaut und dann hast du es noch und dann kommt es dir auch nicht so lange vor. Ja. So, zu Witcher 3 kommt einem auch noch nicht, das gibt es jetzt auch 4 Jahre. Ist schon kommt echt einem auch noch nicht Weile, so ne? vor. Die entwickeln ja jetzt seit 4 Jahren, wahrscheinlich dann so 5 Jahre am Ende des Cyberpunk. Aber dadurch, dass sie halt jedes Jahr Spiel des Jahres gewinnen, kommt es einem halt nicht so vor. Ja, ja. Aber das ist halt wirklich dieses, und du hast halt jetzt mit Rockstar oder mit CG, dadurch, dass die halt einen gewissen, sagen wir mal, gewisse Lorbeeren schon haben, jetzt mit Rockstar zum Beispiel, können die von vornherein schon davon ausgehen, dass, wenn sie ein Spiel auf den Markt bringen, dass das definitiv Gewinn macht. So, die überlegen nicht von wegen, okay, bringt das jetzt Geld, wird das ein Reinfall, ist das eher so ein, sollten wir das lieber machen? Nein, die sagen, okay, wir entwickeln 5 Jahre dieses Spiel. Die brauchen nicht den Season Pass. Genau, sie bringen dieses 5 Jahre, dann entwickeln sie und dann hauen sie es auf den Markt und dann bringt das den wie viel Millionen, Milliarden Dollar wieder ein und sagen so, okay, alles klar, Geld ist wieder drin, wahrscheinlich haben wir auch noch Plus gemacht, jetzt können wir uns wieder hinsetzen mit dem Geld, was wir eingenommen haben, das nächste Spiel entwickeln. So, und das ist ja, was viele wollen oder was ja sehr gern gesehen ist, dass du halt das Spiel hast und dann das nächste und es ist fertig und du kannst es einfach spielen. Und jetzt bei GTA 5 zum Beispiel hast du ja auch online, du hast ja ohne Ende Gratis-Inhalte bekommen, aber wirklich ohne Ende. Hast du gefühlt einmal in der Woche hast du irgendeinen Patch oder irgendeinen Inhalt bekommen und das ist alles gratis. Es war gratis, gratis, gratis. Klar, du kannst auch in-game wieder natürlich kaufen, gar keine Frage. Ja, von wegen ganz normal. Gibt's auch, klar. Gibt's schon. Kannst natürlich deine Dollars aber kaufen, ja, extra kaufen, aber du kannst es auch einfach erspielen mit Missionen, mit Rennen, mit sonst irgendwelches, kannst du die Sachen auch alle erarbeiten und erkaufen. So. Und das ist ja wirklich diese wunderbare Balance. Du kannst dir was kaufen, aber du kannst es doch die einfach erspielen. Mhm. So, und das ist halt, also bei Rockstar jetzt mal sozusagen auch als positives Beispiel. Ja, jetzt es kommen natürlich kritische Stimmen und sagen, klar, in FIFA kannst du dir auch alles erspielen. Natürlich, na klar. Klar kann man. Aber dann bist du deutlich länger unterwegs. Dann mach's hauptberuflich und akzeptiere den Frustfaktor zum Beispiel. Es gibt einen YouTuber, ich weiß ja nicht, wie es jetzt mit Namen nennen ist, aber es gibt auf jeden Fall einen YouTuber, der hat halt auch komplett ohne da Geld reinzustecken und so gezeigt, ey, man kann das sich auch alles erspielen. Heißt der zufällig Julius oder so?
Meinst du jetzt der YouTube-Name oder? Ja, ja. Der echte Name? Oder? Nee, nee, der YouTube-Name. Ich glaube, irgendwie habe ich letztens noch was gelesen. Da heißt so, Julius, ja, Badeschlappen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das kann sein. Ich glaube, der ist Lukas. Oder Lukas, Julius? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da auch jemand gesehen, der gesagt Hashtag hat... Hashtag keine Werbung. Hashtag aber keine ja, Werbung. Der hat halt auch Road to Glory, wie nennt man ja, das, genau. Ja? Ja, das ist der. Der ist auch von den ersten FCN, ist der irgendwie YouTuber oder so. Das kann sein. Ja, dann... ja, auf jeden Fall dieses aber Road ja. to Glory, wo er halt sagt, ich gebe keinen einzigen Cent in-game aus, sondern ich erspiele mir alles selbst. Und das, wenn wir jetzt, wir sind ja schon wieder bei FIFA, wir irgendwie kommen immer zurück auf FIFA. Ja, das lassen wir jetzt mal. Blizzard. Lassen wir kurz weg. machen wir extra Runde auf jeden Fall dafür. Aber ja, Blizzard. Kann man auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. In die Runde der Publisher und Entwickler. Blizzard ist ja auch so ein Übername. Weil Blizzard hat ja auch seine Unterstudios, seine Tochter Firmen. Das war ja auch lange Activision Blizzard. Genau. Die waren da ja auch irgendwie zusammen. Das war ja, die haben sich ja vor 5 Jahren oder sowas verbunden. Ah, früher. Früher sogar noch? Da echt? War ich noch klein, glaube ich, ja. Echt, ich habe das Gefühl, das war so vor ein paar Jahren erst, dass sie sich irgendwie verbunden haben. Auf jeden Fall haben die sich halt schon, ja. connected halt, haben eine Sache zusammen gesagt, hey, lass uns was zusammen entwickeln. Aber das ist jetzt auch vorbei, ne? Die haben sich ja jetzt getrennt. Ja, jetzt sind sie wieder auseinander. Ja, genau, jetzt haben sie auf jeden Fall sich wieder getrennt. Aber jetzt ja, Blizzard ist halt, wie gesagt, der Name für unglaublich viele Spiele. Also die haben ja auch wirklich gefühlt in so vielen Genres ihre Finger im Spiel tatsächlich. Echt? Ja, wenn man jetzt sozusagen den Blizzard-Namen nimmt. So, wie gesagt, mit Blizzard Activision hast du jetzt sagen, haben sie sich ja mit in den Shooter-Bereich damit rein. Ja, gut, halt mit Activision. Ja, nee, klar, aber jetzt mit Activision haben sie ja eine Kombination gehabt, sind da jetzt in die Action- oder den Shooter-Reihe rein. Ich muss da gleich mal wieder nachschauen. Schauen wir nochmal nach, ja. Ich bin über Blizzard nicht sehr informiert, muss ich zugeben. Ja, ich habe halt. Weiß nicht, mit Blizzard habe ich auch tatsächlich nicht so viel am Hut. Was jetzt so die großen Titel von denen angeht, tatsächlich. Also wie gesagt, mit Activision Blizzard hat man natürlich jetzt hier und da was gehabt. Gut, aber war Blizzard wirklich der Publisher? Oder waren die einfach nur der Entwickler? Weil ich weiß nicht... Die haben halt World of Warcraft, Diablo, Starcraft, genau. Overwatch. Das sind ja so... Overwatch ist das richtig. Die Spiele so das Overwatch ist ja von... Ja, halt genau. Ja, aber das, ich meine, du hast mit Overwatch hast ja was komplett anderes als jetzt WoW. Das sind ja komplett verschiedene Spielgenres. In dem Sinne. Ja. So, das meine ich halt. Du hast halt ein Blizzard mit einem WoW... Ne, und du hast halt Blizzard mit Overwatch und StarCraft haben sie oder ist ja auch noch was anderes. Ne? Diese ganzen Spielereien sind ja komplett unterschiedlich alle miteinander. Ist. Ja, Blizzard ist halt. Die sind auch aber sowas, die halt ihr. Die entwickeln es ja. Ja, genau, und haben halt dann auch ihre Untergrundfirmen dann halt. Aber ich kann damit auch nicht viel anfangen, muss ich sagen. Wie gesagt, also Blizzard bin ich tatsächlich auch, man kennt den Namen auf jeden Fall, der ist in der Gaming-Szene oder in der Spieleszene auf jeden Fall groß, ja, natürlich, ne? Wie gesagt, mit der WoW. Die BlizzCon und so. Bist du auf jeden Fall ganz, ganz groß vertreten. Und jetzt mit Overwatch ist ja auch ein Riesenerfolg für die gewesen. Wo ich auch wieder sage... Die haben eigentlich auch nur Erfolge, kann das sein? Also... Eigentlich kenne ich jetzt kein Flop-Spiel, was jetzt so, wo man denkt, oh, das ist jetzt definitiv in die Hose gegangen. Halt die ganzen WoW-Add-ons. Gut, klar, irgendwann war WoW dann auch ausgelutscht, ne? StarCraft. Auch. Immer was durchaus finanziell Positives und auch kritikermäßig. Also die hatten, glaube ich, auch schon Kritik jetzt bei Diablo 3 und sowas. Ja, da gab es auch irgendwas drumrum, aber so an sich. War trotzdem, glaube ich, immer ein Erfolg, ja, größtenteils für die auch. Gut, wenn man jetzt natürlich was Negatives nehmen möchte, dann ist es ja natürlich hier der Diablo, wie hieß das Ding jetzt? Da für die, Ah, ja.
Fürs Handy halt, für die Smartphones. Ja, der April-Scherz, der nicht am 1. April war. Nee, genau. Ja. Das war ja schon, da haben sie, glaube ich, ihren richtigen ersten Shitstorm oder ein richtiges, wo die sagten, okay, das war vielleicht nicht so gut. Weil man es halt nicht erwartet auch, ne? Ist halt, man hat halt die Gerüchte gehört von wegen, oh, Blizzard und Diablo, dass man so, oh, kommt endlich ein Diablo 4, endlich kommt was Neues und dann kommt da halt so ein, ja, fürs Mobile, denken wir so, okay, geil, wow. Ich glaube, das war mit Abstand das Schwerste, was man so an Shitstorm, glaube ich, abgekriegt haben in letzter Zeit, würde ich mal sagen, ohne jetzt wie... Ja, in letzter Zeit auf jeden Fall, so das, Da waren sie auf jeden Fall, das war schon ziemlich hart, glaube ich, für die. Da haben sie echt ziemlich. Ja. Ich denke, so ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, dass die Publisher, die jetzt viele, viele Entwickler aufkaufen, viele Entwicklerstudios unter sich so haben. Ja, EA, Activision, Ubisoft, da hat auch ein paar, glaube ich, Bethesda und so. Ja, ich sag mal, du hast damit EA, hast du ja die. Dass, also wenn halt wirklich es auf den Profit ankommt, ja, dass du aus fremd entwickelten Spielen quasi Profit schlägst, ja, dann wird es immer problematisch, was Spielfreundlichkeit und so angeht. Ja. Was im Prinzip heißt, die Publisher sind nicht böse, sondern das Geld. Jetzt haben wir einen Antikapitalismus-Podcast hier. So es geht immer ums Geld am Ende, ne? Es geht ja am Ende sowieso immer ums Geld. Ja, aber das ist halt wirklich... ist es ja gut, weil sie geben ja einem auch Geld. Es ist halt wie eine Filmproduktionsfirma. Ja. Ist ja im Prinzip das Gleiche halt einfach. Ja. Die können ja auch dir dein Geld geben, aber wenn die sagen, die Rolle ist im Buch zwar eine schwarze Frau, aber jetzt ist es Tom Cruise, dann ist es halt Tom Cruise. Ja, kann man sehr gut nehmen. Dann ist es halt so. Ja. Weil sonst bist du halt weg. Da ist halt sozusagen die Macht einfach dann, so wie man das so schön sagt. Dann hast du halt die Kontrolle und kannst halt dementsprechend dann halt dann auch anpassen oder halt deinen Wünschen entsprechend umwandeln. Manchmal ist es positiv, manchmal ist es scheiße. Hat er so wie alles seine Vor- und Nachteile in Film und Gaming. Es gibt bestimmt auch viele Entwickler, die heute einfach scheitern, weil sie keinen Publisher haben zum Beispiel. Ja, wobei da eine Alternative mir gerade einfällt, die wir vielleicht auch noch nennen könnten, nämlich Kickstarter. Oder Kickstarter ist Crowdfunding. Crowdfunding ist definitiv eine ist Möglichkeit. Ja, das ist tatsächlich diese ganze Early Access heißt, ne? Ja, Early Access, genau. Die ganze Early Access-Dinger, das kommt ja dadurch, dass man unabhängig auch sein Spiel entwickeln möchte. Ja, ja. Weil man eben keinen Publisher hat, der dir das Geld gibt. Deshalb brauchst du halt Geld, um die Entwicklung voranzutreiben. Und das brauchst du halt von den Spielern. Genau. Deswegen, ich finde Early Access nicht schlimm. Ich finde zwar den Trend, dass es irgendwie alle gemacht oder halt jetzt so eine Riesenwelle von wegen alle schmeißen ihr unfertiges Spiel auf den Markt und unterstreichen es als, es ist doch erst Early Access, ne? Es wird halt ausgenutzt. Es wird halt ausgenutzt, genau. Das finde ich halt das Traurige daran. Ich finde es nicht schlimm, wie gesagt, wenn es ein kleines Indie-Studio ist, wo du weißt, okay, das sieht ziemlich gut aus, das ist ein cooles Spiel, das macht Spaß oder sonst irgendwas, dann bin ich auch, wo ich sage, hey, wenn es dann wichtig ist vor allem, wenn ich sage, okay, ich packe das Spiel Early Access auf den Markt, dann will ich dafür aber keine 50 Euro ausgeben, weil es kein fertiges Spiel ist. So, dann ist es ein Spiel für, keine Ahnung, 15, 20 Euro, weil es ist kein fertiges Spiel, es ist ein Early Access Spiel. Ja. So, und dann dementsprechend kannst du dann halt auch, wo ich sage, hey, 20 Euro für das Spiel und ich beteilige mich an der Entwicklung, ich unterstütze das Studio. Genau, du kriegst ja auch wieder Updates und so und du hast ja dann das ganze Spiel. Genau, du hast das Spiel dann drin. Das ist ja, wo ich sage, unterstütze ich oder würde ich halt auf jeden Fall unterstützen, weil ich sage, es hat schon seinen Sinn und es hat auch seinen guten Sinn, dieses Early Access. Aber es wird halt leider oftmals in die falsche Richtung genutzt, was das angeht. Ja, es wird halt benutzt sozusagen einfach wieder. Das ist dann halt, aber es ist, wie gesagt, die Möglichkeit eben. Definitiv, wenn du es dann trotzdem unabhängig willst. Und hey, das ist das Ding. Wenn jemand einen, keine Ahnung, Klo-Simulator entwickeln will und es gibt Leute, die das haben wollen, dann unterstützen die den, dann haben sie den. Ja.
Genau. Das ist ja dann nett für die, sozusagen. Eben. Das ist ja auch und das. Dann kannst du halt spülen und reinigen. Super, das ist, wollte ich schon immer mal machen. Aber das ist ja auch das Schöne an der Spielewelt und der Gaming-Szene, dass du halt alles hast. Ja, du hast wirklich, oder für irgendeine Art und Weise von Spiel, es gibt ja Einbruchsimulator, es gibt den Goat-Simulator, es gibt den. Ja, und man muss dazu sagen, es gibt den Einbruchsimulator für Häuser und es gibt den Einbruchsimulator, wenn du Schlittschuhlaufen gehst. Es gibt alles. Es ist halt wirklich, du hast halt für alles etwas und das ist das Tolle. Du hast ja wirklich, wenn du danach suchst, dann findest du dein Spiel, worauf du Lust hast. Und ja, da ist halt Early Access bei solchen Sachen halt von Vorteil, ist halt praktisch oder halt dann Kickstarter oder halt Crowdfunding. Aber ich weiß es nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich habe irgendwie mal irgendein Spiel im Kopf gehabt, das wirklich durch Crowdfunding oder durch Kickstarter entwickelt oder halt dann da seinen Betrag zusammenbekommen hat. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ja, da gibt es ja viele. Es hat auf jeden Fall seine Runde gemacht. Das war schon so ein Außen. Also so ein jetzt Divinity zum Beispiel, Divinity Original Sin. Oh nee, das war ich ja was auch anderes, über Crowdfunding. Oder Pillars of Eternity, also so diese isometrischen, diese Rollenspiele sind ja sehr Rollenspiele beliebt sind gewesen. Ja, ja. Und es gibt doch, fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, dieses eine Weltraumspiel von den einem Typen, der es seit 10 Jahren machen will. Star Citizen, genau, richtig. Ja, gibt's ja. Gibt es das eigentlich schon? Oder das, nicht, ne? das läuft, nee, doch, das läuft. Das ist ja schon echt? Seit sein. Also das ist ja, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, es ist immer noch kein fertiges Spiel, sondern es ist ja immer noch so ein in Entwicklungsphase. Aber das ist ja aber schon. Ich sehe da nie was von, ich höre auch nichts von. Echt? Ich bekomme da voll viel mit. Also was heißt viel? Also ich bekomme da schon was mit, ja. Da war auch irgendwie letztens vor Monaten so die größte Schlacht, die jemals irgendwie in einem Spiel stattgefunden hat oder irgendwie sowas. Oder da ist irgendwie, dass da ein Spieler, der seit da 5 Jahren das Spiel spielt, irgendwie sich die größte Flotte zusammengebaut hat. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ah ja, also die Alpha gibt es seit 2013. Ja, genau. Also da sind sie auf jeden Fall definitiv dabei. Ja, aber das schaut nicht schlecht aus. Das Spiel soll auch echt nicht schlecht sein. Das soll echt, also sehr komplex vor allem. Es soll wirklich sehr komplex sein. Ich entschuldige mich hier an der ja, Stelle. Ja, also bitte, ne? Es ist ja, da ist ja zum Beispiel jetzt auch mit einem, den Survival-Spieler, die, wie heißt das nochmal, ist das Green Hell? War das Green Hell? Was ja auch, glaube ich, von zwei. Das in dem Dschungel ist das, ne? Ja, ich glaube, es wird ja auch nur von 2, 3 Leuten entwickelt, sonst irgendwas, ne? Da ist jetzt auch kein Riesen. Das kann sein, ja. Ich weiß nicht, ob es Green Hell war. Ich bin mir nicht gerade sicher. Auf jeden Fall gibt es in einem Survival-Spieler auch, keine Ahnung, 2, 3 Leute, ja? Also wirklich 2, 3 Leute, die da hinterstecken und das dann programmieren. Da gibt es gute Dinge. Ja, was man jetzt natürlich auch wieder, wenn man jetzt nicht unbedingt bei Publisher, aber bei Spieleentwickler ist, muss man den Namen Fortnite halt auch schon in den Raum werfen. Ich hab's gehofft zu vermeiden. du musst, ob du jetzt Fortnite magst oder nicht, ja, das ist ja so, du hast zwei Freunde, du liebst Fortnite, du hast es, es gibt keinen dazwischen. Aber du musst Epic Games einfach zugute schreiben, die haben ein Spiel gemacht, was simpel und einfach ist. Und wo du halt dann einfach spielen kannst, du hast dann deinen Season Pass, was du dann halt eher kaufen kannst, musst du aber nicht. Und die haben einfach dir jeden Monat ein fettes Upgrade gebracht, neue Inhalte, neue Sachen, neue Patches und so weiter und so fort und haben halt dementsprechend auch ihr Geld gemacht, weil es halt angekommen ist, ja, weil das natürlich dementsprechend gut ankam. Ja, die haben nicht nur gesagt, okay, du hier kauf dir das Spiel für 50 Euro und dann kriegst du nochmal jetzt jeden Monat nochmal für 10 Euro was dazu. Nein, Fortnite an sich ist ja kostenlos. Du bezahlst ja theoretisch gesehen nur der Battle Royale den Battle-Modus. Genau, der Battle Royale-Modus, genau. Ist halt kostenlos und du bezahlst ja nur den Battle Pass, wenn du möchtest. So, und der kostet auch prinzipiell ein paar Euros nur. Wenn du halt dementsprechend spielst, bekommst du sozusagen diese Ingame V-Bucks, heißen sie ja. Und wenn du halt dann
genügend V-Bucks im Ingame sammelst, kannst du sozusagen davon dann den neuen Battle Pass kaufen. Aber du kannst natürlich dann auch mit den V-Bucks dir neue Skins kaufen und neue Gleiter oder sonst irgendwas. Aber das ist ja nur kosmetisch. Es ist ja nicht dafür gedacht, dass du besser wirst, sondern es ist einfach nur reine Kosmetik. Ja, an sich, das ist halt, wie gesagt, dieses Free-to-Play-Modell. Eben, das ist halt das Free-to-Play-Modell, aber es ist ein positives Beispiel. Das ist ja okay. Das ist ja nicht verwerflich. Eben, es ist ja, was man einfach zugute schreiben konnte, sie haben es richtig gemacht. Und sie haben damit definitiv ihre Milliarden oder Milliarde an US-Dollar eingespielt oder halt eingebracht. Ja, und jetzt wollen sie ihren blöden Epic Store rumvermarkten. Jetzt wollen sie mit dem Geld definitiv exklusiv. Siehste, aus Fortnite wächst Böses, sagen wir es mal so. Nee, aber das Witzige ist, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob es die Ankündigung war oder ich einfach das erste Mal über Fortnite gelesen hatte. Da war das war ja anders geplant vom Prinzip. Also Fortnite war ja als schon normaler Vollpreistitel geplant. Es gibt ja den Vollpreistitel. Es gibt ja Fortnite Kampagne. Als Spiel. Den ja, Story, ja, genau. Und aber das wird ja jetzt mittlerweile immer übersehen. Aber das war damals kennt ja keiner, halt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was genau das war, aber ich weiß noch, dass ich das gelesen hatte. Oh ja, Fortnite. Und dann wird das halt irgend so ein Third-Person-Shooter von Epic. Gut, aber juckt halt keinen. Und dann kam ja auch dadurch, dass PUBG so viel Erfolg hatte. Ja. Genau. Haben sie dann ja diesen Battle Royale Modus schon mal for free rausgehauen. Ja. Und ja. Und jetzt hat es halt auch EA gemacht. Die haben alle Apex-Ding. Haben mit Apex haben sie, klar, Call of Duty hat auch seinen Battle Royale Modus, Battlefield hat auch seinen oder bekommt seinen Battle Royale Modus. Das ist halt der gleiche Trend wie das Ganze, was nach Minecraft kam mit Crafting und dann Survival. Ja, ist halt, Battle Royale ist halt momentan der Trend. Das ist halt einfach Trend. Ja. Aber sag mal so, ich will einfach nur mal wieder ein gutes Singleplayer-Spiel. Hey, du hast ein Assassin's Creed. Spiel doch mal weiter. Ja. Aber ich will wieder was Neues. Kannst du mal Red Dead weiterspielen? Auch so ein Ding heutzutage. Ja, das, ja gut, das ist aber auch wieder ein eigenes Thema. Ja, von Red wegen Dead. Spiele zu Ende spielen, ja, meine ich jetzt so generell, ja, ob genau. Spiele. Was ich zum Beispiel finde, ist, dass Spiele heutzutage viel zu lang sind. Also ist jetzt meine Meinung. Ja. Ist, ich will nicht unbedingt ein Spiel 100 Stunden spielen. Da spiele ich lieber drei Spiele, jeweils 20 Stunden oder so. Mann. Ja, dann es ich kommt halt drauf einfach an, was ja. In sich Abgeschlossenes. Ja. Also ich meine jetzt vor allem Singleplayer-Spiele. Ja. Multiplayer, klar, hat ja kein Ende. Nee. Aber einfach ein Singleplayer-Spiel, einfach, warum denn immer eine Story, die dann über 100 Welten geht und dahin und da, aber trotzdem die Höhepunkte, die gleichen bleiben. Ja. Weißt du? Ja. Also. Ja, du, da kann man sich wieder eine Stunde lang weiter ausdiskutieren. Ja, das ist jetzt zu ausführend. Ja, aber auf jeden Fall Publisher und Spieleentwickler, um mal zu sagen, es ist halt, wie gesagt, zwei Seiten. Es sind halt wirklich, wie man so schön sagt, zwei Seiten der Medaille. Du hast halt die Publisher und Entwickler. Ja, die großen Publisher, die großen Namen in der Spieleszene, stehen halt nicht immer hinter der Entwicklung des Spieles. Ne? Das darf man halt nicht verwechseln, das wird ja oft verwechselt, dass Publisher und Entwickler gleich in eine Schublade geschoben werden, das darf man halt nicht. Ja. Es gibt halt die Publisher, die mit reingrätschen, mit der Lootgrätsche zum Beispiel. Ja, finde ich schön, das ist ein schönes Wort. Ja, Lootgrätsche. Es gibt auch die Publisher, die es nicht machen und man muss halt immer schauen. Natürlich, ne? Man muss halt sein. Es ist nicht sein, immer sein gleich nur der Publisher schuld. Es eben. Ist jetzt nicht immer gleich der Entwickler. EA sind die Bösen. Ja. Die haben auch mal gut angefangen. Ja. Aber es ist auch jetzt auch nicht immer gleich hier, wie heißen sie? DICE ist der Böse. DICE, ja. Zum Beispiel. Ja. Es ist das halt ein teils. Ja, das ist halt immer so ein hier ein bisschen da, ein bisschen. Wissen wir als Konsumenten das ja eh nicht genau, wer jetzt für was da genau verantwortlich ist, was jetzt bei Fallout 76 genau schiefgelaufen ist. Ja. Was jetzt die Marketingabteilung die Scheiße baut, was der Publisher der Scheiße baut, waren es einfach alle? Wahrscheinlich ja. Aber. Von allen Seiten ein bisschen. Ja, es ist ein Fluch und Segen, ein Publisher. Eben. Ganz einfach. Es ist halt, hat ja Vor- und Nachteile, wie bei allem fast in den Sachen. Aber gut, wenn man jetzt
Man könnte natürlich ausschweifen und man noch tiefer in die Materie gehen, wenn du zum Beispiel jetzt, prinzipiell waren wir jetzt nur in Europa und Amerika, ne? Du hast ja in Asien, hast ja auch nochmal dann komplett andere Entwickler. Du hast ja da wie Nexon oder sowas. Nintendo, oder? In Japan hast du zum Beispiel Nexon oder Netmarble Games oder so ähnlich heißen die. Ja, Aber wieder, das davon ist halt kriegt die man im halt hier nichts asiatischen mit, ne? Bereich, da Schon bekommst du allein. halt hier drüben einfach nichts mit. Aber wenn du überlegst, zum Beispiel dieses Netmarble habe ich aufgeschrieben, die haben einen Umsatz 2017 gemacht von 2,27 Milliarden. Ist auf jeden Fall eine Das alles mit Hausmarke. Lootboxen oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach nur gelesen und Ja, halt nicht schlecht. machen auf jeden Fall da drüben schon ihr Geld. Ja, also der asiatische Markt ist ja, das fände ich auch ein schönes Thema für eine Folge, Ja, tatsächlich. der Also, asiatische Markt, ne? da müsste man halt einfach mal sich drüber informieren, auch und halt jetzt mit unseren europäischen Augen so einfach mal Ja. drauf schauen. Aber das ist ja, die haben ja auch teils, also das ist ja eine ganz, ganz andere Community. Da ist ja Auf auch jeden Fall. E-Sports Ganz ganz anders. groß, Das, ne? Ja, die Leute gehen ja da in Internetcafés noch, um zu spielen, so ja. gesehen. Ja. Gibt's ja Das auch. ist, Also ja. das ist sehr anders. Ja. Nee, aber das ist definitiv Das wäre echt ein cooles Thema mal. interessant, ja. Schreib dir das mal mit Ich auf. Das schreibe es gefällt mit mir. Das auf, gefällt ja. mir Ich gerade, schreibe mir ja. auf, ja. Finde ich gut. Um nochmal aber jetzt auch nochmal hier zum Beispiel zu EA zu kommen, nochmal ganz kurz. Die haben zum Beispiel 2017 5,1 Milliarden Umsatz gemacht. Das war Es ist 2017 ja halt, ne? zweimal hier Netmarble. Das ist halt, das sind Zahlen, das ist halt schon krass. So, ne? Ja, das ist das, was GTA 5 an Umsatz gemacht hat, oder? Nee. Boah, die haben zwar Aber auch ja, klar, also EA macht, Milliarden, ist, die aber machen ja ihr Geld. die machen halt Das ist ja ihr das ist Ding. halt Also außer das ist es Frage. ja. Die machen zwar Scheiße und irgendwie mag ja keine EA, aber das ist halt wie mit Dschungelcamp. Keiner schaut es offiziell an, aber die machen Ja, jedes Jahr trotzdem mehr machen sie Umsatz. es halt, ja. Das ist halt so, ja. Also, Ja, so ja, ja. gesehen, es funktioniert halt leider doch. Ist halt so, ja, natürlich. Das ist halt, Ja, und das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, noch so kurze Zukunftsprognose. Was denkst du jetzt gerade so im Thema auf das ganze Also, wie gesagt, mit Ubisoft Add-on-Zeug? hast du auf jeden Fall ein Studio, was sich definitiv vernünftig entwickelt hat bis jetzt. Oder halt in die richtige Richtung geht, von wegen gerade Sachen Ja, oder muss halt. ich ein bisschen wieder mehr Zeit nehmen auch. Genau, mit Assassin's Creed haben sie jetzt auch nicht gleich jedes Jahr rausgehauen, sondern haben sie jetzt auch wieder mehr Zeit gelassen. CG Projekt Red ist ja, wie gesagt, die entwickeln ja auch seit 4 Jahren das neue Spiel, worauf sie hinaus wollen. Ja, das wird sowieso. Denkst du, Cyberpunk wird erfolgreicher als Witcher 3? Das Problem ist, du kannst beide Spiele nicht miteinander vergleichen. Es sind wieder komplett verschiedene Spiele. Vom Stil her. Klar. So, Aber jetzt deswegen, aber so vom Ding her, einfach von diesem Status her, so Witcher eben, 3 du hast ja diesen für viele Status das beste Spiel. und ich glaube schon, dass Cyberpunk erfolgreich wird. Definitiv. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt gleich aufsetzen mit einem Witcher 3. Okay. Weil, wie gesagt, es ist halt der Hype oder halt diese Erwartungen, die du hast. Klar, die haben es richtig gemacht mit Witcher 3, aber es ist jetzt erstmal, die haben jetzt mit Cyberpunk ein komplett neues Spiel in dem Sinne. Ja Was sie klar, ja es ist auch vorher Shooter. nicht gar nicht gemacht haben. Das ist jetzt ein Shooter. Ja. Deswegen ist es halt so, wo ich sage, es wird definitiv erfolgreich. Es wird einschlagen wie eine Bombe. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt schon von vornherein sagen kann, oh, das wird weit erfolgreicher als Witcher 3. Das würde ich tatsächlich erstmal nicht sagen. Da würde ich erstmal Ja, abwarten. ich glaube, also weit erfolgreicher ist ja auch schwer. Eben, so, klar, Tatsächlich nochmal. aber. Das Ding ist halt, Witcher 3 war ja, wie der Name schon sagt, der dritte Teil. Eben, das Das ist war halt. ja auch aufgebaute, etablierte Charaktere und Ja. eine etablierte Welt. Das ist bei Cyberpunk jetzt ein bisschen anders. Weil Klar, das das. basiert ja auch auf dem Pen und Paper, Ja, aber es ist glaube halt ich, ne? trotzdem Aber was ist ja jetzt Neues, was so sie selbst machen, ne? in der großen Szene noch nicht so etabliert. Genau. Shooter sind aber dafür erfolgreicher, glaube ich Shooter oft. sind sowieso immer ein Milliardengeschäft, ein Millionen- und ein Milliardengeschäft. Deswegen, ich persönlich hoffe zumindest, es kann die Erwartung erfüllen. Ich Weil hoffe und ich es ist glaube ja jetzt auch. auch wieder seit 3 Jahren das am meisten erwartetste Es Spiel ist ja gefühlt. immer, ja. Man wartet ja vergeblich darauf, auf den offiziellen Release-Datumstag und man Ja, wird immer nächstes wieder Jahr.
Ich denke auch, nächstes Jahr sollte es kommen. 2019 glaube ich nicht, aber nächstes Jahr ist, glaube ich, definitiv dran. Ja, ansonsten bei den anderen Studios. Ich glaube, auf der E3 wird es angekündigt. Auf der E3 sind ja voll viele, tatsächlich nicht, ne? E3 sind ja voll viele abgesprungen. Also Publisher und Entwickler, ganz viele. Sony ist nicht da, ich glaube EA ist auch nicht da. Ja, Bethesda oder sowas irgendwie. Also es sind einige haben schon abgesagt. Aber wenn machen sie halt zeitgleich ihr eigenes Ding. Ich wollte gerade sagen, sie machen halt wahrscheinlich ihre eigene Sache. Aber ich denke so, im Zeitraum von der E3 rum ist eigentlich wird vieles immer so das Große. Geleakt oder präsentiert. Ja. Wie gesagt, zu den anderen Studios, wie gesagt, mit Ubisoft macht, opala, mein Mikrofon. Ist okay. Bisschen Pflege. Haben, wie gesagt, die richtige Richtung eingeschlagen. Bei EA hast du auch jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei Battlefield 5 die Wende gab von wegen, die haben gesagt, der Season Pass wird gratis, die Inhalte werden gratis sein. Mit Star Wars Battlefront 2 haben sie auch ja komplett zurückgerudert und dementsprechend das Spiel dann nochmal neu mit Updates versorgt. Also, kann man schon sagen, die Publisher und die Spielentwickler kommen sich näher und auch mit der Gaming-Community. Das kann man, finde ich, schon mal zu sagen. Ist es der richtige Weg? Also ist der richtige Schritt gemacht worden? An einzelnen Stellen, so gesagt. Ja, aber es ist noch definitiv noch ein. So von jetzt auf dann wird sich eh nichts komplett ändern. Natürlich nicht. Also aber da muss was Großes passieren und eben. Dann wird es so langsam weitergehen. Genau. Aber das ist eine Entwicklung von ein paar Jahren. Ja. Aber so gesehen bin ich positiver Dinge, wenn man, wie man so schön sagt, dass sich die Entwickler und Publisher wieder der Community etwas nähern und dass man da gemeinsam wieder ein bisschen mehr zusammen macht oder halt dann der Community entgegenkommt sozusagen. Was bestimmte Themen angeht. Wie gesagt, das wird nicht auf heute auf morgen sein, das wird halt auch schon jetzt so seine Zeit dauern, so in den nächsten paar Jahren wird man, glaube ich, da schon ein bisschen die Änderung bemerken. Wir halten auf jeden Fall mal die Augen offen. Wir halten die Augen offen. Wenn was passiert, erfahrt es ihr bei uns. Ne? Klar. Ja. Ja, definitiv. Ne? So, wir sind da sofort aktuell, ne, wie immer. Vielleicht ein paar Monate später, aber ihr erfahrt, dass es war. Erfahrt es uns bei uns. Das Beste. Auf jeden Fall. Ihr erfahrt, was ihr verpasst habt. Ja. Schönes Motto. Schreibt es jetzt mal auf. Ihr erfahrt, was ihr verpasst habt. Gut. Ja. Ich glaube, dann haben wir das abgehakt. Erstmal Publisher kann man soweit auf jeden Fall abhaken. Definitiv. Schauen wir mal, vielleicht jetzt in der nächsten Folge dann um den chinesischen Gaming-Raum. Ist es ein großes Thema vor allem. Ist es ein das wäre mal was Entspannteres. Da kann man einfach Scheiße mehr labern. Alter, klar. Da kommen wir schon die ganzen nicht professionelle Sprache verwenden. Natürlich, genau. Ne? Demonetarisiert. Dann hat man auch gar keine Angst, dass da andere Leute auf einmal anfangen und zu meckern. Nein, ist aber anders. Wir fangen ja auch nicht mit dem arabischen Raum an. Wir machen ja nur den asiatischen. Nur den asiatischen. Ja, aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, war's das für die Runde 2. Ne? Publisher ist ein großes Thema auf jeden Fall. Da gibt's viele, viele Namen, viele, viele Adressen, die in der Gaming-Szene definitiv unterwegs sind. Und wo man definitiv auch seine Augen offen halten sollte, vor allem was Indie-Sachen angeht. Und einfach mal gucken, was die Zukunft bringt in der Publisher- und der Entwicklerszene. Ne? Ave Maria, Amen. Vielen Dank und ja, also dann Internet, wir machen das Internet jetzt wieder aus. Genau. Bis zur nächsten Folge. Klick. Wunderbar, Internet ist damit aus. Jetzt bei jemandem abgestürzt. Wobei, ja doch, man braucht schon Internet, ne? Das läuft ja nicht im Radio. Leider nicht, auch wenn das ziemlich geil wäre, eine eigene Radiosendung. Wir bräuchten halt Radiosender sind ja auch im Prinzip Publisher. Also hast du die Aufnahme wirklich gestoppt oder noch nicht? Was habe ich? Die Aufnahme. Hast du gestoppt oder nicht? Nee, habe ich noch nicht. Ja, ich auch noch nicht. Okay, alles klar. Okay. Ich wollte noch einen Schlussmetapher ziehen gerade. Okay, alles klar, dann hau raus. Okay. Schluss. Ja, nee, jetzt nee. Ja, okay, gut. Ich hab's irgendwie verkackt. Ja, super. An diesem Moment der Stille. Kompletten Versagung, Versenkung. Ja. Beenden wir das mal. Okay.
Guten Abend. Guten Abend, tschüss und bis zur nächsten Runde. Bis dann. Tschüss, ich habe gern das letzte Wort. Tschüss. Ciao.